Ja, da starten wir wieder am nächsten Tag in neuer Frische. Und wir wollten Mediolanum angreifen. Das machen wir auch gleich, bevor wir auch noch irgendwas anderes im Sinn haben. Wir wollen uns die nächste City holen. Und machen das natürlich auch, ohne einfach mal reinzugucken, was er da wirklich vorrätig hat. Gucken wir mal, wie weit wir da vorankommen in Mediolanum. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze recht schnell vonstatten geht. Heute kämpfen wir gegen die Gallier. Es sind ebenso würdevolle wie tapfere Krieger. Ja. Morgen um diese Zeit werden unsere Schwertarme vor Anstrengung schmerzen. Genau, morgen werden unsere Arme schmerzen. Nicht nur unsere Arme, sondern auch alles andere. Ich bin jetzt am Überlegen, was wäre günstiger, das Tor kaputt zu machen. Da etwa nicht. Ist eigentlich auch völliger Mumpitz erstmal. Unsere Bogenschützen nach vorne postiert. Werden sofort in den Angriff begeben. In Rammposition. Dürfen dann auch sofort mal ein bisschen feuern. Während auch unsere Belites langsam nach vorne gezogen werden. Und unsere restlichen Astarte natürlich auch. So, dann feuert mal ein bisschen. Zerstört sie! Gibt denen schon mal einen leichten Vorgeschmack unseres Könnens. Sehr schön. Ich hoffe, ihr trefft was. Ah, die haben schon so ein bisschen. So ein bisschen Respekt bekommen. Die erste Salve hat getroffen. Hätten wir vielleicht Feuer nehmen sollen, wäre wahrscheinlich praktischer gewesen. Schieht, ihr Faule, schieht. Jawollo, das sieht doch gut aus. Ja, schönes Holz verwendet, muss ich ja echt sagen. Eiche, sehr stabil. Hier oben so ein paar hässliche Tierhäute draufgepackt, damit das Ganze nicht so schnell abfackelt. Schön mit Leder bezogen. Muss man ja auch mal machen, ne? Ja, dann rammt mir mal die Tür ein. Unsere Soldaten haben mit dem Rambock das Tor erreicht. Bums. Bums. Ja, Vollspeed. Bums, bums, bums. Rabums, rabümmel, rabommel, rabum. Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambock hat gute Arbeit geleistet. Unser Bockram. Ja, alle Astarte, einfach mal. Jetzt bin ich etwas überfragt, wie ich die eigentlich postieren möchte. Ich glaube, ich möchte sie so postieren. Die Velites in voller Stärke schön dahinter. Und dahinter die Bogenschützen. Aber alle so, dass wir wunderbar. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen können und den Ort erobern. Ich glaube, unseren Kriegsherrn setzen wir nach hier. Dann würde ich mir wünschen, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dass unsere Kampfverbände am besten schon so vorweglaufen, wie sie auch laufen sollen. Das Ganze ordnen wir nochmal ein bisschen neu, indem wir meine Truppen hier nochmal die Flanke reinstellen. Das Ganze einfach mal hier so erstmal aufbauen. Das Ganze finde ich eigentlich ganz praktisch. Den halten wir einfach mal an. Alles andere verdoppeln wir mal, vielfältigen wir mal von der Geschwindigkeit. So, die Positionen werden langsam bezogen. Seine Truppen machen da noch nicht so viel. Unsere Truppen bauen sich langsam auf. Die eine Einheit da hinten weiß noch nicht so ganz, wo sie eigentlich hin möchte. Bogenschütz Astarte! Typisch. Die wissen nie so richtig, was sie eigentlich wollen. Wo die jetzt herkommen, weiß ich allerdings auch noch nicht so ganz genau.
Kommt, ihr flinken Ameisen, baut euch auf. Schneller, schneller, schneller. Ja, kräftemäßig sind wir natürlich weit überlegen. Ungefähr 3:1, so wie das hier den Anschein macht. So, die Kader sind alle standhaft. Alles fertig. Die Kader stellen wir dorthin. Unsere Velites genau dahinter und unsere Bogenschützen wunderschön hierhin. Und unseren General, den wappen wir einfach nach hier. In seiner vollen Stärke. Und dann hoffen wir, dass das Ganze einfach glatt läuft. So, jetzt rüber einfach mal hier kurz rein. Tor eingenommen. Und schauen uns das Ganze einfach mal von der anderen Seite aus an. Die römischen Bastarden ziehen ihre Position. So, ich hätte ganz gern, dass die beiden sich auch noch ein bisschen bewegen würden. Bewegung, Bewegung! Velites sollen sich nach Möglichkeit nach dahinter begeben. Marschiert! Sehr schön. General! Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine sehr, sehr viel bessere Idee. Auf meinen Befehl! Bogenschützen justieren wir dort. Das ist schon was. Vorwärts! Velites! Die Velites nehmen wir hier. Vorwärts! Aber die Bastarti, die verändern wir noch ein bisschen. Wir stellen sie nämlich gerade. Naja, fast gerade. Dann haben wir nämlich hier eine bessere Angriffsfläche für unseren General. Finde ich einfach mal viel besser. Muss ich ehrlich sagen, das finde ich bei weitem einfach praktischer. So. Euch nochmal ein bisschen verändert. Ich hoffe, unsere Truppen machen da jetzt keine Faxen. Wird sich schön aufgebaut hier. Bogenschützen! Velites! Hastati! Unsere Bogenschützen dürfen jetzt feuern. Ohne Befehl feuern! Ja! Und zwar nach Möglichkeit direkt in die gegnerische Hälfte rein. Wir werden angegriffen! Dann schauen wir mal, was unsere Hastati so macht. Einheiten! So, die Bogenschützen machen munter weiter. Oh, was ist denn das für ein tragfähiger General hier? Oh, macht sie nieder, sehr schön. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. So, unsere guten Hastati dürfen hier nochmal ein bisschen rumfummeln. Die Velites genauso. Und unsere Bogenschützen sollen sich jetzt hier mal ein bisschen stressfrei machen.
kleines Durcheinander hier, die Römer. Die Stärke der Römer ist natürlich einfach ganz klar hier Bogenschützen zu aktivieren. Ja, bitte. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Ah, hier. So, dann wollen wir einmal schnell raus mit der Kavallerie, während sich unsere Hastati hier neu formieren. Und unseren Gegner aber hier die Möglichkeit lassen, einfach nochmal zu agieren. Oh, die holt er sich alle noch. So, und rein in die schwankenden Truppen. Ah, das war gut, das war gut. Habe ich aber leider nicht richtig ausnutzen können. Schade. So, jetzt aber nochmal schnell rausziehen. Und da kommt die Salve. Die Salve des Grauens. So. Minimalistisch vorgerückt. Benitez kommt direkt dahinter und die Bogenschützen dürfen sowieso weiter schießen. Das steht außer Frage. Ich frage mich gerade, ob der komische Obelisk hier in der Mitte der Piazza soll. Wahrscheinlich ein heidnisches Heiligkeitssymbol. Heidnisches Heiligkeitssymbol. Noch ein paar Truppen und da brennen noch ein paar Truppen. Ja, komm, lassen wir die Bogenschützen einfach noch mal ein bisschen unterwerfen. Ganz Rom wird über diesen Staunen. 173 Mann nur verloren, 884 getötet vom Gegner. 884 getötet. Ich rede einen Blödsinn. Das sind natürlich unsere Einheiten. 717 sind übrig. Vom Gegner ist nichts übrig. So muss das sein. So macht das Ganze auch Spaß. Ja. Mediolanum ist gefallen. Mediolanum wird erstmal gespeichert. Mediolanum. So. Speichern war erfolgreich. Besetzen 218 Dinar. Versklaven 1294 müssten sterben. 218 oder 1941 Menschen massakrieren und dadurch 1526 Dinar erplündern. Das machen wir wahrscheinlich auch. Da wird einfach mal eiskalt massakriert, geplündert, bis es kein Halten mehr gibt. Unser Agent zu Dienst könnte uns nützlich sein. Ich überlege gerade, schicken wir ihn nach Patavium oder schicken wir ihn schon mal hier ins gallische Gebiet. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir können ihn ja mal kurz mit einem Fuß ausstellen. Geheimhaltung ist garantiert. Und... schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Nee, komm. Wir gehen wirklich in mit Bewegung. Dem Weg weiter und gucken wir einfach mal fest, hier. Herr. Hauptmann, wie heißt der? Kadüren. Kadüren.
Kadüren. Hier wird Gott sei Dank rekrutiert. Das ist schon mal sehr wichtig, finde ich. Und hier wird noch gar nichts gemacht. Rekrutieren können wir schon mal was. Das ist schon mal schön. Und es wäre auch nicht verachtenswert, wenn wir hier einfach mal noch eine neue Wehrkaserne mit reinsetzen würden. Und hier natürlich kurzerhand den Steuersatz nochmal hochschrauben. Es bringt uns schon einiges, würde ich mal sagen. Es bringt uns wirklich einiges. Und ja, da müssen wir einfach mal gucken. Ich glaube, in dieser Runde können wir eigentlich nicht mehr viel machen. Herr, war mir ich werde sofort das richtig in Erinnerung geblieben? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. Vielleicht können wir ja doch noch ein bisschen verhandeln. Noch ein bisschen was machen. Nein, machen können wir definitiv nichts mehr. Eigentlich schade. Aber, naja. Herr, da können wir nun mal leider nichts weiter dran ändern. Eine Stadtwache haben wir uns schon rekrutiert. Dann müssen wir jetzt hier einfach noch mal kurz gucken, dass wir nach Möglichkeit Flotte bereit! Da schon mal anklicken, bereit damit zum wir Kampf! Diese Flotte, die hier diese Einheiten mit sich führt, damit wir die nicht aus den Augen verlieren. Weil die werden wahrscheinlich versuchen, hier Karthago, irgendwo in Küstennähe an Karthago zu landen, eventuell auch hier, und dann über dem Weg versuchen, hier in die Stadt reinzukommen. Was natürlich für unser Eins bedeuten würde, wir kriegen derbe Ärger mit denen. Und das muss natürlich nicht sein. Da können wir natürlich entgegenwirken. Und das werden wir hoffentlich auch schnellstmöglichst machen. Genau, das passt alles. Wir warten darauf, dass wir nächste Runde den neuen General kriegen. Den Erben von unserem... Von wem ist der eigentlich, der Sohn? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja doch, vom Quintus, natürlich. Der ist 12, der ist 15. Der braucht noch ein paar Jährchen. Der ist 5, der ist 9. Also die Abfolge ist schon mal gesichert. Die ist 1 frisch geboren. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten handhaben. 411, 367 Einnahmen. Das steigt schon mal schön. Ich freue mich drauf. Hier kann man auch noch nichts weiter tun, als hoffen, dass das alles glatt läuft. Und ja, was erwarten wir an Finanzen nächste Runde? 44.000. Och, ist das nicht schön. Unser gesamter Gewinn steigt mittlerweile auf knapp 7.000 Dinar an. Das freut uns. Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt lohnen würde zu speichern. 40.000. Nee, lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich jetzt gar nicht zu speichern. Von daher sage ich jetzt einmal kurz. Mit Schnellspeichern ins Spiel. Das Spiel gesichert. Und ich sage jetzt einmal tschüss. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Lazardis. Ciao.